Was geht ab, Leute? Lijanko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, wahrscheinlich habt ihr schon einen Titel gelesen, worum es sich heute handelt oder um welche Person es sich heute handelt. Es geht heute um Tanzverbot, mal was ganz anderes. Viele von euch kennen Tanzverbot, er hat 600.000 Abonnenten, ist auch so Meinungsblogger wie ich oder Meinungsblogger wie andere. Und zwar hat er auf mich reagiert. Er hat einen Livestream gestartet, hat über andere YouTuber geredet und dann kam ich auch auf einmal ins Spiel. Aus dem Nix so. Ich habe mir so seinen Livestream gegeben, auf einmal habe ich meine Fresse gesehen. So. War auf jeden Fall lustig. Danach wurde ich auf Instagram voll gespammt mit Links von YouTubern, die ich gar nicht kenne. Dann habe ich auch drauf geklickt, habe mir die Videos gegeben. Das waren einfach so No-Name-YouTuber, ja, was heißt No-Name-YouTuber? Das waren einfach so Kanäle, die Livestreams aufnehmen und es dann auf deren Kanäle hochladen. Ich weiß gar nicht, ob man das rechtlich darf, aber ja, haben die einfach gemacht. Und dann habe ich mir das Video gegeben und dann sage ich einfach wieder meine Fresse. Also kurz und knapp, Tanzverbot hat auf mich reagiert, er hat meine Videos geschaut und seine Meinung halt gegeben. Und ja, wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Viel Spaß. Ja, Lijanko ist auch, ich weiß nicht, ob der jetzt inwiefern, aber ich beschäftige mich halt nicht mit dem Thema und für mich sind die halt alle dieselben hier. Alec dreht durch, ja guck, er redet halt auch über Alec. Was geht ab, Leute, Lijanko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, hallo. Ey, genau das feiere ich an ihm. Der ist einfach anders so. Ich schwöre auf alles, der ist einfach anders und das feiere ich an diesen Typen. So ist mir scheißegal, ob er positiv oder negativ über mich geredet hat, trotzdem feiere ich diesen Typen. Nur weil jemand negativ auf mich reagiert, muss ich auch nicht gleich negativ antworten so. Wenn ich eine Person feiere, dann feiere ich die Person. Und der Typ, der ist einfach anders so. Der ist auch so wie ich, der sagt einfach seine Meinung. So, er sagt das, was er denkt und das feiere ich an den. Natürlich gibt es viele Menschen, die ihn nicht feiern. Der hat auch negative Sachen, aber jeder Mensch hat negative Sachen. So, zum Beispiel feiere ich nicht so seinen Lifestyle so. Der lebt halt wie so ein, ich will nicht sagen wie ein Penner, aber schon wie so ein Messi. Aber was juckt mich das, was auf seinem Boden liegt so? Da laufe ich ja auch nicht durch so, ich habe mit denen nichts zu tun. Also muss er selbst wissen, wie er lebt. Aber egal, wir schauen uns das jetzt weiter an. Was sagt er auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, wahrscheinlich habt ihr schon einen Titel gelesen, worum es sich heute... Ja, meine Freunde, geklaut von anderen YouTubern, Mann. Halt doch die Fresse mit Freunden, das sind Zuschauer. Du kannst doch nicht jeden deinen Freund nennen, der dein Video schaut. Also er meint, dass ich dieses Wort meine Freunde von anderen YouTubern geklaut hätte. Tanzverbot, das gehört zu unserer Sprache. Man sagt einfach meine Freunde. So, und das ist meine Sache, wie ich meine Abonnenten nenne. Ich kann die auch von mir aus B-Kids nennen. Aber ich bin nicht so ein Schwanz. Weißt du, wie ich meine? Es gibt auch noch YouTuber, die nennen seine Abonnenten beste Freunde. Also nichts gegen diese YouTuber, aber ihr wisst, was ich meine. Und nur weil andere YouTuber sagen, meine Freunde, darf ich dieses Wort jetzt nicht benutzen, oder was? Haben die dieses Wort meine Freunde patentiert, oder was? Also Tanzi, überleg nichts mehr, was du so sagst, okay? Handelt oder um welche Person es sich heute handelt. Es geht wieder um Alec. So, ihr kennt ja Alec, ihr wisst ja Bescheid, was mit Alec los ist im Moment. Der Typ ist komplett durch, der Typ, der dreht komplett am Rad am Anacrim. Seitdem der diese... Ja, guck, und das meinte ich so, Leute, die denn... Ich weiß nicht, ob die, denen das selbstbewusst ist oder ob die den wirklich ernst nehmen und dann... Und das funktioniert halt. Und solche Leute, guck mal, der hat doppelt so viele Abonnenten wie Alec, so, und der pusht ihn halt damit. Ich weiß, das ist gerade ein brisantes Thema und ich will Real Talk so, wenn Alec gerade nicht so ein brisantes Thema hier zwischen den ganzen YouTubern wäre, dann würde es mich auch gar nicht jucken. So, aber ich will euch halt nur aufklären, so, checkt es. So, hier Lijanko, so, ich will dich auch nicht beleidigen, so, aber check es doch einfach mal, Mann. Lass den doch einfach in Ruhe, wenn du wirklich ein reales Problem mit dem hast, dann push den nicht, indem du ein Video gegen den machst mit deinen 106.000 Abonnenten. Lass es sein, Mann. Also Tanzverbot, ich weiß, was du damit meinst. Du meinst damit, dass ich diese Personen einfach nicht pushen soll, indem ich sie irgendwie in meinen Videos erwähne. Aber wie du siehst, ich bin ein Meinungsblogger. Also ihr nennt mich ja Meinungsblogger so. Ich sehe mich jetzt nicht als unbedingt Meinungsblogger, aber ihr wisst, was ich meine. So, wenn mich was aufregt, dann sage ich das auch in der Öffentlichkeit. Weißt du, wie ich das meine? So, du bist ja auch nicht anders. Du hast ja auch gegen, keine Ahnung, ganz YouTube schon geschossen. So, was ich jetzt nicht scheiße finde. Du sagst wenigstens deine Meinung so. Du sagst das, was du denkst. Genauso wie ich. Ich bin auch so. 99% der YouTuber, die trauen sich gar nichts in der Öffentlichkeit zu sagen, weil sie dann denken, oh nein, das schadet mein Business. So, weißt du, wie ich das meine? Und dich, das juckt dich ja einfach nicht so. Du machst einfach dein Ding, genau wie ich. Und das feiere ich an dir. Was ich auch korrekt fand, ist, dass du mich nicht beleidigt hast, so. Du beleidigst ja sonst eigentlich ganz YouTube. So, aus meiner Sicht sehe ich das immer, du beleidigst eigentlich immer ganz YouTube und mich hast du ausgerechnet nicht beleidigt. So, dafür erstmal Props, so. Ich habe noch nie Tanzverbot so gesehen, dass der auf irgendeinen YouTuber reagiert hat und nix... Ja, was heißt Negatives? Er hat zwar jetzt nicht positiv auf mich reagiert, aber jetzt auch nicht unbedingt negativ. Er hat mich aber auch nicht beleidigt und das feiere ich an dir. Aber kommen wir mal nochmal zurück zu den Videos mit Alec und so weiter. Also du sagst ja, ich soll Alec und so keine Aufmerksamkeit schenken. Aber Bruder, oder Tanzi, sorry, ich darf ja nicht sagen, dass du mein Bruder bist. Du bist doch mit diesen Videos groß geworden, weißt du, wie ich das meine? Du hast gegen jeden YouTuber geschossen, du hast gegen Montana Black geschossen, du hast gegen Unge geschossen, du hast gegen jeden geschossen. Und die meisten haben auch zurückgeantwortet und dadurch hast du sozusagen einen Push kassiert. Und das heißt jetzt nicht, dass ich dir das nicht gönne, so, ich gönne dir das. Aber du musst mal so aufpassen, was du so ganz genau sagst, weil du widersprichst dich in den meisten Fällen immer. Aber trotzdem so, ich habe nichts gegen dich, so, mach weiter mit deinen Videos. Wir machen ja so ungefähr denselben Content, nur dass du ein bisschen verrückter bist und das mag ich an dir. Du bist so ein verrückter Typ
und ja, du bist einfach anders und das feiere ich an dir. Ob du mich feierst, ob du meine Videos feierst, das juckt mich nicht. Ich wollte dir einfach nur meine Meinung sagen. Und viele Zuschauer wollten halt, dass ich auf deine Reaction über mich reagiere. Aber egal, das hat sich jetzt natürlich alles geklärt. Ja Leute, heute mal ein kurzes Video. Was ist denn eure Meinung? Schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da, auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Folgt mir auf Snapchat, folgt mir auf Instagram, Links sind natürlich in der Beschreibung. Und ja meine Freunde, passt auf euch auf, macht keine Scheiße und haut rein. C'est ma vie, mon ami, t'es qu'un cocaïne, je me pour la famille. C'est ma vie, mon ami, c'est ma vie, mon ami, c'est ma vie, mon ami. 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 Ich hab Wachsen verdient und verfolge mein Ziel.